in der österreichischen Schule. Ah, ja, ja. Es ist, ja. Mein Name ist Roland Thüringer, ich bin Jahrgang 1963, ich bin freischaffender Schauspieler, bin ein Ideenumsetzer und ich bin nach wie vor eine gültige Stimme. Herzlich willkommen bei Gilt. Jetzt wird sich die Frage stellen, Moment, Gilt, das ist ja schon lang vorbei, das war doch, ja, also das Kunstprojekt Gilt, was ich damals irgendwie als Idee umgesetzt habe bei der letzten Nationalratswahl, das gibt es nicht mehr, weil ich das auch gesagt habe, dass es das nicht mehr geben wird nach dem Wahltag, aber daraus ist etwas entstanden, nämlich Gilt 2.0. Was ist Gilt 2.0? Es ist sozusagen eine Weiterentwicklung von der Idee Gilt. Weil meine grundsätzliche Idee war die, schafft man es bei einer Nationalratswahl allen Menschen, die keine Stimme haben, nämlich die, die weiß wählen oder nicht hingehen, die Möglichkeit zu bieten, bundesweit ihre Stimme gültig zu machen und einfach dort ein Kreuz zu machen, wo steht, meine Stimme gilt. Geschafft hat man es schon, also die Möglichkeit gab es. Es haben auch 50.000 Menschen diese Möglichkeit dann genutzt. Das ist eigentlich gar nicht so wenig. Aber man hat halt keinen Einzug ins Parlament geschafft. Wahrscheinlich im Nachhinein eh gut, weil es gab ja keine Strukturen dafür und eigentlich auch gar nicht. Wir hätten gar nicht die Kapazität gehabt, dort wirklich herumzusitzen. Also ich auf jeden Fall nicht, weil ich bin ja sowieso immer unwählbar gewesen, auch heute noch. Ja. Aber aus diesem Gilt 1 ist etwas entstanden, weil im Zuge dieses Projekts kam etwas dazu, mit dem ich nicht gerechnet habe, was ich auch nicht gekannt habe, nämlich das Konzept einer offenen Demokratie und Bürgerparlamente und mit hineingebracht in unsere Partie hat es damals der Hubertus Hofkirchner. Und er ist auch der, der gesagt hat, wir müssen weitermachen, es muss Gilt, nämlich die Idee von meine Stimme gilt, also nicht meine, sondern deine Stimme gilt, das muss es weitergeben, weil entweder wir wollen eine Demokratie oder wir wollen weiter die Scheindemokratie befeuern und unterstützen bei unseren sogenannten demokratischen Wahlen. Ja. Hubertus, vielleicht einmal nur, damit die Leute wissen, wer bist du überhaupt, was machst du, wie kommst du dazu, dich mit Demokratie zu beschäftigen? Ja, also wie gesagt, Name Hubertus Hofkirchner. Ja. Ich leite ein Unternehmen, mein Unternehmen, das sich mit Zukunftsforschung beschäftigt, bin also Zukunftsforscher, wobei wir dafür eine ganz spezielle Methode verwenden. Wir tun nämlich nicht so Umfragen machen, sondern wir spannen immer Leute in Gruppen zusammen und lassen das diskutieren, online, offline. Und daraus haben wir festgestellt, ergeben sich viel tragfähigere Zukunftsbilder von möglicher Zukunft oder auch Zukunften, die dann tatsächlich wahrscheinlich ist, bis hin zu Entscheidungen, welche Art von Zukunft, welche Lösungen die Leute dann tatsächlich auch wollen. Das machen wir erfolgreich eigentlich weltweit. Und eines der Dinge, die aufgefallen ist, ist, dass man das jetzt zwar bei den Unternehmen macht, aber noch viel mehr in der Gesellschaft brauchen würde, wo wir momentan nicht besonders viel weiterbringen. Die Leute reden alle von Reformstillstand. Die Parteien beschäftigen sich mehr mit Streitereien und daher kam eben, als du dann gekommen bist mit der Idee, meine Stimme gilt, zu schauen, ob nicht so ein System, das wir dann offene Demokratie genannt haben, der Motor dahinter sein kann, die Mechanik, wie das funktionieren kann, dass wirklich die Stimme von jedem einzelnen Österreicher künftig in der Politik gilt, ohne dass die da oben, die Politiker, alles bestimmen und wir mehr oder minder ohnmächtig zuschauen und halt ertragen müssen, was uns dann 5 Jahre lang geschieht. Also die Erfahrungen aus Gilt 1 haben mir gezeigt, dass das Hauptproblem eigentlich war, neben anderen Baustellen, die man bei so einem Projekt immer dabei hat, aber das Hauptproblem für mich war eigentlich, dass man den Menschen überhaupt, die in einem System gefangen sind. Nicht? Weil man Wahlkampf ist, dreht sich alles um diese Nationalratswahl und die Spielregeln sind vorgegeben und es ist so, dass die Leute total konditioniert sind darauf, wie dieses Parteiensystem funktioniert. Ja. Und für links und rechts, ich meine jetzt wirklich links und rechts, ja, abgesehen vom Parteienspektrum, nicht links und rechts schon, dass es da ganz andere Möglichkeiten, andere Wege auch noch gäbe. Und wir sind ja da mit diesem Bürgerparlament, mit dieser offenen Demokratie eigentlich, wir haben das probiert zu kommunizieren, aber man hat es nicht verstanden. Ja. Nämlich nicht die
denen man es erzählen will, sondern auch die, die uns befragt haben, sprich die Journalisten, haben es nicht verstanden. Um jetzt da ein Beispiel zu bringen, es war eigentlich für mich war so, wir stellen uns vor, in einer Stadt, in einer Großstadt, dürfen die Bürger und Bürgerinnen wählen, und zwar mit welchen Autos sie zukünftig in der Stadt fahren werden. Ja? Welche Automarke das ist, welcher Autotyp. Und dann treten verschiedene Firmen an mit ihren Autos und sagen, das ist das beste Auto für die Stadt, mit unterschiedlichen Konzepten. Und dann gibt es da ein paar Wahnsinnige, so wie uns, die sagen, na, eigentlich in der Stadt wird man am liebsten zu Fuß gehen, weil das ist viel besser, man braucht keinen Parkplatz suchen, man macht keinen Dreck, man kann in Geschäfte reingehen oder Brieftaschen einstecken, kauft was, das belebt sicher die Stadt und die Kinder können auf der Straße spielen, weil es keine Autos gibt. Ja? Jetzt hat man die Idee, und dann kommt man zu den Meinungsmachern des Landes, also den Journalisten, ja, und die stellen dann so Fragen wie, ja, und wie sind die Verbrauchswerte bei Ihnen? Und man sagt, nein, wir haben keine Verbrauchswerte, weil eigentlich, wir gehen zu Fuß, also wir verbrauchen nichts, außer eine Banane vielleicht, wenn wir ein Stück weiter gehen wollen, ja. Aha, ja, genau, Sie sind der Fußgänger. Ja, aber welche Bereifung haben Sie? Nein, wir haben gar keine Reifen, wir haben ja auch keine Räder, wir gehen ja zu Fuß. Ja, schon, ja. Und wo sind die Parkplätze dann für Ihre Fahrzeuge? Also, es ist immer wieder auf dasselbe gekommen. Ich habe gesagt, nein, ich möchte ja nur Stimmen gültig machen. Ja, aber Sie müssen doch ein Programm haben. Ja, aber wer ist denn der Spitzenkandidat? Nein, wir brauchen keinen Spitzenkandidaten, nee. Um das geht es nicht. Das heißt, das Problem ist es, und ich glaube, das, was du jetzt möchtest, weil du hast gesagt, wir müssen da weitermachen, ist jetzt einen Plan zu entwerfen, wie schafft man es, dass bis zur nächsten Wahl, welche auch immer das dann sein wird, vielleicht ist es schon die Wienwahl, vielleicht ist es erst die nächste Nationalratswahl, wie schafft man es, den Leuten das zu erklären, worum es dabei eigentlich wirklich geht. Ja. Ja, genau. Und am 31. Mai hat es eine Kick-Off-Veranstaltung gegeben, wo 100 Personen anwesend waren, die das erste Mal Gedanken darüber gemacht haben, auch demokratisch, glaube ich, 12 Arbeitsgruppen insgesamt initiiert haben. Die arbeiten jetzt auch schon, ja, und die entwickeln dieses ganze Ding. Ja. In welche Richtung soll es jetzt gehen? Was ist der Stand momentan? Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal, was als allererstes an diesem Kickoff gemacht worden ist, es wurde darüber gesprochen, was hat letztes Mal funktioniert, was hat nicht funktioniert, was war eine Katastrophe. Wir haben ja auch genug Katastrophen gehabt. Ja. Und was also generell rausgekommen ist als allererstes Resultat, ist, dass die Leute dort unbedingt offene Demokratie haben wollten. Also vielleicht sollte man kurz noch einmal drüber reden, was ist das eigentlich, dieses Konzept der offenen Demokratie, das wir den Österreicherinnen und Österreichern anbieten wollen. Ja? Ja. Das hat im Wesentlichen zwei große Teile. Das eine ist mal eine offene Plattform für alle Bürgerinnen und Bürger, wo die Bürgerinnen und Bürger Probleme einmelden können und darüber dann debattieren können, was eigentlich der Grund für diese Probleme sind. Weil nur wenn man bei den Gründen ansetzt, kann man Probleme richtig lösen. Oder umgekehrt, wenn einer denkt, ich habe jetzt die super Idee, wie ich das und das Problem lösen kann, dann kann er einfach das Problem reinstellen und auch dann eine Diskussion führen mit anderen, warum jetzt diese Lösung funktionieren würde oder nicht. Und das Wichtige daran an dieser Plattform ist, dass die Entscheidung, welche Lösung jetzt fortgeführt oder ins Parlament gebracht wird, liegt nicht bei irgendeiner Parteiführung, die sich aus irgendeinem Grund für die oder jene Lösung entscheidet, sondern das liegt erst wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern, die eben nach dieser Debatte darüber abstimmen, was wichtig ist und was nicht. Also das ist das erste Standbein. Und das zweite Standbein ist, dass eben die Entscheidungen dann durch sogenannte Bürgerparlamente getroffen werden. Das ist eine Methode, die ist seit einem Jahrzehnt circa in Australien, Irland, Holland sehr erfolgreich und löst Probleme der Gesellschaft oder man einigt sich mit großen Mehrheiten auf Lösungen, wo vorher jahrelang, vielleicht auch jahrzehntelang gestritten worden ist zwischen den Parteien und wo die zu keinem grünen Zweig gekommen sind. Also das ist dieses Konzept der offenen Demokratie und alle auf diesem Parteien haben unisono gesagt, wir wollen das. Ne? Und das entspricht auch ganz, wie du gesagt hast, diesem Konzept meine Stimme gilt. Was jetzt aber herauskommen ist an Fehlern letztes Mal oder an Dingen, die geändert werden müssen, sind im Wesentlichen drei. Nämlich erstens, wie kommen wir zu Kandidaten? Ne? Zweitens, mit welcher Geschichte, in welchem Umfang gehen wir in den Wahlkampf? Und drittens ist es auch eine Finanzierungsfrage. Also wir haben ja letztes Mal auch schon einen Kredit aufgenommen, aber ja, das muss anders funktionieren. Na, das war das Thema war immer, also mir ein mir befreundeter Realpolitiker, der wirklich in der Politik ist,
gesagt, wenn du es schaffen möchtest, also den Einzug in den Nationalrat, braucht man in der Regel drei Sachen. Man braucht einmal eine Mörderidee, eine gute Idee, man braucht ein bekanntes Gesicht und man braucht wahnsinnig viel Geld, viel Marie. Bei Gilt 1 war es so, es gab dieses bekannte Gesicht, ja, Mörderidee, ich meine, ja, es war eine lustige Idee, aber es war jetzt nicht wirklich irgendwie durchdacht oder das, wo die Leute sagen, boah, Wahnsinn, sowas hat es noch nicht gegeben, wobei gegeben hat sowas noch nicht, nur es wurde nicht ernst genommen. Und was wir nicht hatten, war Geld. Wir haben kein Geld gehabt. Wir haben sozusagen Spendenaufruf gemacht, also ein bisschen was reingekommen, ein bisschen Taschengeld und die Möglichkeit, Darlehen zu geben, also Kredite zu geben an das Projekt und haben gesagt, okay, wir zahlen das dann, falls wir den Einzug schaffen oder wenn wir Anspruch hätten mit 1% auf die Wahlförderung, Wahlkostenrückerstattung heißt es, dann zahlen wir es zurück mit einem kleinen Zinssatz. Ja. Das ist nicht eingetreten, weil wir sind knapp unter 1% ist das Projekt geblieben. 0,97. Ja, es sind aber immerhin 50.000 Menschen und das ist nicht so wenig. Vor allem war eigentlich lustig, dass im Gegensatz zur vorigen Nationalwahl 2013 sich der Stimmenanteil der Ungültigen halbiert hat, nämlich von 90.000 auf ja, ungefähr 45.000 oder so. Also ja, offenbar haben wir da schon die Möglichkeit wurde genutzt, sagen wir so. Es hat noch nichts bewirkt, weil es eben keinen Einzug gab. Ja. Ja. Das heißt, wir ja, mit dem Projekt Gilt, und das wird bei Gilt 2.0 wahrscheinlich genauso sein, wir spielen automatisch bei einem Spiel mit, wo gewisse Spielregeln vorgegeben sind. Ja. Wir wollen ja nicht dort mitspielen als genau das Gleiche, was dort eh schon mitspielt, sondern wir wollen eigentlich das Spiel ändern, wir wollen das System ändern. Ja. Und das ist natürlich vollkommen paradox, dass du bei einem Spiel mitspielst, du das Spiel ändern willst. Das ist so, wenn du auf einen Fußballplatz gehst, wo alle Fußball spielen und du fängst an, Handball zu spielen. Ne? Da wirst du mal ein paar rote Karten kriegen, weil im Moment, hier wird nicht Hand gespielt oder du tust überhaupt nicht spielen, sondern legst einen Garten an, fängst an, einen Garten anzulegen auf dem Spielfeld, weil du glaubst, es ist sinnvoller, als Bälle umeinander zu schubsen. Das geht schwer. Das heißt, du musst einmal diese Spielregeln akzeptieren und mitspielen. Und eine der Spielregeln lautet eben, Listenwahlrecht. Das bedeutet, du musst ganz einfach Kandidaten präsentieren in einer gewissen Reihenfolge. Da gibt es Listenplatz 1, Listenplatz 2. Das ist das, wenn man sich vielleicht zurückerinnert an die letzte Nationalwahl, wo sie schon im Vorfeld intern die Parteimitglieder und die Funktionäre niederhocken gegenseitig, nur um einen Listenplatz zu bekommen. Warum wollen sie einen Listenplatz? Natürlich deswegen. Das ist eh klar. Also man will mitspielen bei dem großen Spiel. Das heißt, auch wir mussten daher Kandidaten präsentieren, weil es so ist. Und wir haben das so gemacht, wir haben einen Aufruf gemacht, wer möchte Kandidat sein. Und aus einer gewissen Anzahl von Menschen hat das Los entschieden, das ist wieder Schicksal. Ich habe einfach den Namen gezogen. Ja. Und natürlich ist es dann so, der Spitzenkandidat ist, der hat damit das super Pech, weil der ist dann in der Öffentlichkeit und unseren Spitzenkandidaten hat man natürlich auch gleich, in Günther hat man gleich mal niedergehockt, so schnell da gar nicht schauen können. Also der war eigentlich das erste Kriegsopfer sozusagen bei dem ganzen Projekt, auf den hat man sich eingeschossen. Also das ist das Problem. Ja. Jetzt ist aber so, dass bei Gilt 2.0, soweit ich es verstanden habe, es so sein müsste, dass in Wirklichkeit die Kandidaten sowieso nichts entscheiden. Es gibt da keine Parteispitze, die was entscheidet. Es gibt keine Ideologie, die was entscheidet. Es gibt keine Menschen im Hintergrund, die das finanzieren. Die entscheiden, sondern letztendlich entscheiden ja, wir alle, die an dieser offenen Demokratie teilnehmen, sprich die Bürger, die Bürgerparlamente entscheiden. Und die Aufgabe der Kandidaten ist dann letztendlich nichts anderes, als das, was die Bürger wollen, im Parlament auch zu sagen. Ja? Und das aber gut zu sagen, so, dass es auch gehört wird. Weil wir haben gelernt, als gelernte Wähler in diesem Land, letztendlich wählt man Gesichter. Ja, es geht um eine emotionale Entscheidung. Wir machen bei einem Gesicht ein Kreuzerl. Warum ist das so? Weil uns ja immer im Wahlkampf die Gesichter präsentiert werden. Ja, die müssen gewissen Ansprüchen gerecht werden, die müssen ein gewisses Aussehen haben, einen möglichst gut passenden Anzug, eine gute Frisur etc. etc. Das heißt, die müssen fernsehtauglich sein. Das heißt, das Konzept, und das ist glaube ich die erste Änderung zu Gilt 1, bei Gilt 2.0 werden die Kandidaten nicht gelost, sondern es wird einen Wettbewerb geben, und zwar einen Moderatorenwettbewerb.
bewerbt, soweit ich es verstanden habe. Das heißt, man wird sowas machen wie einen Debattierwettbewerb und diejenigen, die vom Publikum gewählt werden, als die, die uns am besten vertreten, weil sie am besten reden können, weil sie am glaubwürdigsten sind, weil sie einfach sprachgewandt sind, weil sie improvisieren können, flexibel sind, sympathisch sind, die müssen dann eigentlich im Parlament drin sitzen. Nicht, weil wir das so wollen, sondern weil das ein Teil der Spielregel ist. Genau, weil der Punkt ist ja auch der, in Gilt 2.0 haben wir uns hauptsächlich sozusagen an das Leben danach sozusagen Gedanken gemacht, wenn dann die Kandidaten von Gilt im Parlament sitzen und eigentlich jetzt mal die Meinung aller anderen Österreicher vertreten müssen. Und das ist jetzt eigentlich kein großer Job, haben wir gesagt, ja, und deshalb ist es nicht so besonders wichtig. Es hat sich aber jetzt im Wahlkampf 2017 herausgestellt, dass die Funktion im Wahlkampf eine ganz, ganz kritische ist, weil unsere Kandidaten im Wesentlichen dann gegen Kern, Kurz, Pilz und so weiter in öffentlichen Debatten im Fernsehen auftreten müssen, also gegen diese Leute, das Parteisystem streitet ja ständig, ne, um sich in diesen Debatten durchsetzen wollen. Das heißt, wir brauchen die besten Debattierer Österreichs, die da auch dann mithalten können. Mhm. Dieser Debattenwettbewerb ändert auch, wie wir die Kandidaten machen. Es ist dann kein Zufallsprozess, sondern es ist ein demokratischer Prozess, weil ja die Leute, die diesen Debattenturnieren zuhören, dann entscheiden, wer die Debatte oder welche Position diese Debatte gewonnen hat. Also eine Debatte wird immer um ein Thema sein. Wir werden vorher erheben, wie die Leute über das Thema denken. Und wir werden nachher die Zuseher fragen, wie sie dann darüber denken. Und es gewinnt derjenige, der am meisten sozusagen Stimmengewinne für seine Seite verbuchen kann. Mhm. Und wer das schafft, steigt auf und matcht sich beim nächsten Mal mit jemand anderem, der aufgestiegen ist. Und zwischen diesen Runden, man kennt das von Österreich sucht den Superstar, werden die ja dann noch ein bisschen gecoacht, was sie besser machen können. Also das wird dieses Debattenturnier sein. Aber was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass die Kandidaten dann nichts zu sagen haben. Die dürfen zwar dann sehr viel reden, aber sie haben nichts zu sagen. Zu sagen haben nur die Bürgerparlamente, etwas, also die Menschen, die in dem Land leben und da Steuern zahlen und einfach die Gesellschaft auch gestalten wollen. Genau. Also die Kandidaten sagen dann immer genau das, was das und erklären immer genau das, was das Bürgerparlament beschlossen hat und warum das Bürgerparlament so entschlossen hat, nämlich die Gründe für eine Entscheidung, gegen eine Entscheidung, warum es in Summe dann doch dafür oder dagegen war. Das machen die Kandidaten. Und einer der Unterschiede ist auch, die machen das diesmal nicht nur nachdem sie gewählt sind, sondern auch bereits im Wahlkampf, wir kommen dann gleich dazu, wie das ist. Vorher vielleicht noch ein paar wichtige Grundregeln zu den Kandidaten. Letztes Mal haben wir gesagt, na, die sitzen dann im Parlament herum, tun genauso wenig wie die normalen Abgeordneten, die da ihre Nebenjobs haben, die sollen 2.000 Euro kriegen. Wir haben jetzt gesagt, naja, nachdem diese Leute doch sehr viel Arbeit haben werden, vor allem im Wahlkampf, sollen die ruhig die volle Marie von einem Abgeordneten kriegen. Da kriegt man ja immerhin auch 9.000 Euro im Monat und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Anreiz, damit sich möglichst viele Kandidaten melden, in dieses Turnier einsteigen und wir die besten Kandidaten Österreichs dann auf unserer Liste haben. Der Kandidatenwettbewerb wird auch vom Turnierwesen so gestaltet sein, dass so ziemlich gleich viele Männer wie Frauen am Ende auf unseren Listen drinnen sind. Das ist sozusagen ein Erfordernis unseres politischen Systems. Wäre bei uns gar nicht notwendig, weil ja die Bürgerparlamente sowieso repräsentativ sind für die Bevölkerung ausgelost. Und da haben wir nun mal 50% Frauen, 50% Männer. Aber um dem Genüge zu tragen, wird das auch gemacht werden. Jetzt kurz eine Zwischenfrage, weil du immer sagst, wir haben beschlossen, wir. Wer ist eigentlich bei dem Projekt Gilt 2.0 wir? Jo, du hast es eh schon erwähnt, wir haben sozusagen diesen Aufruf ja im späten Frühjahr rausgegeben, zu fragen, wer wäre interessiert, das Projekt Meine Stimme gilt fortzusetzen. Und dann haben sich, ich glaube, 250 Leute gemeldet, die da mitmachen wollen und 100, die dann auch bereit waren anzureisen zu einem Kick-Off-Tag, den wir am 31. Mai hier in Wien gehalten haben. Und auf diesem Kick-Off haben sich dann 12 Arbeitsgruppen gebildet, die jetzt sozusagen diese ersten Ideen, die wir haben, diese Verbesserungen zwischen Gilt 1.0 und Gilt 2.0 runterbringen, debattieren, schauen, ob das funktionieren kann. Und wir, um deine Frage zu beantworten, werden dann diejenigen sein, die im Spätherbst dieses Jahres dann einen Beschluss machen
ob dieser neue Plan, der gemeinsam ausgearbeitet wurde, gemeinsam durchgeführt wurde oder nicht. Also wir sind dann de facto alle, die im Oktober, November, Dezember, ist eigentlich relativ egal, diesen Plan beschließen und sich daran beteiligen wollen. Das heißt, diese Arbeitsgruppen arbeiten jetzt schon? Ja. Ja, themabezogen? Genau. Es gibt 12 Arbeitsgruppen. Das geht von direkte Demokratie bis Abstimmungsmethodiken über Kandidatenfindung. Wahlrecht, Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit etc. Genau, das heißt, genau. Sie machen Gedanken, wie das funktionieren könnte, tauschen sie untereinander aus, treffen sie immer wieder, stimmen ab. Und dann wird es Ende Herbst ein Ergebnis geben, dieses Ergebnis wird dann sozusagen als Plenum abgestimmt und das ist dann ein Angebot, wo jeder, der will, mitarbeiten will und auch das Angebot, das im Endeffekt den Österreichern bei den Wahlen, sei es Wien-Wahl, sei es Österreich-Wahl, dann präsentiert werden soll. Also wir verwenden unsere eigenen Methoden, also sprich die Methoden der offenen Demokratie, debattieren und dann abstimmen, aber normale Leute, nicht irgendwelche Oberen, also ich habe nichts zu sagen, du wirst auch nichts sagen. Also die Leute sollen und wollen bestimmen, was passiert. Und genau so soll es laufen, so läuft es bei GILT und so soll es im Idealfall auch für Österreich künftig laufen. Also es könnte rein theoretisch jetzt auch passieren, dass dann irgendwann vor Weihnachten diese Arbeitsgruppen beschlossen haben, eigentlich so geht's nicht. Wir lassen es lieber sein, weil das wird so nichts. Dann passiert es nicht. Dann passiert es nicht. Ich meine, wie bei jeder guten Idee, man fällt manchmal auf die Nase. Einmal, vielleicht zweimal, vielleicht noch einen dritten Abend, verbessert die Dinge ja und schaut, ob man es so hinkriegt, dass es dann ein tolles Angebot wird. Und wenn es das einfach nicht ist, dann gehen wir wieder nach Hause. Aber ich bin persönlich sehr davon überzeugt, dass wir da eine tolle, sichere Sache hinkriegen, jetzt wo die Arbeitsgruppen voll ihre Arbeit aufgenommen haben. Und umso mehr sie daran beteiligen, umso besser, ne? Ja, also einige Arbeitsgruppen sind schon voll, in einigen anderen können wir noch Leute brauchen, zum Beispiel in der Technikarbeitsgruppe, weil GILT sich sehr stark auch das Internet bedienen wird und sozusagen von Systemen, um diese ganzen Bürgerplattformen zu betreiben, Abstimmungsplattformen, also da wäre noch Hilfe nötig, auch in ein paar anderen Gruppen. Wir werden dann am Ende ja auch bekannt geben, wo man sich melden kann, wenn einem diese Idee der offenen Demokratie taugt. Ne? Und wenn es aber dann so ist, dass man sagt, nein, das haben wir nicht im Mistkübel und müssen es neu überarbeiten, sondern das ist jetzt die Idee, mit der gehen wir jetzt raus, dann ist ja der Anspruch diesmal sehr, sehr hoch. Absolut, Wie man so sagt, weil ich habe einen Null-Anspruch gehabt, ich wollte ja keine Prozente erreichen mit meiner Idee, ich wollte es nur auf den Wahlzettel schaffen und das ist gelungen. Ich wollte eine Möglichkeit bieten, ja. Das war auch etwas, was in der Kommunikation niemand verstanden hat, dass sich jemand das antut. Und das ist wirklich sehr schwierig. Okay, aber das war wieder so ein Spaß, den du nicht hast lassen können, oder? Es ist mir uns wurscht, wie viele Stimmen wir kriegen, oder? Nein, mir ist es wirklich. Also ich habe sogar eher befürchtet, das schlimmste Szenario, was passieren kann, ist, dass man 4% schafft. Nee. Weil es war ja nichts da. Es war ja keine Struktur da. Dann hat man 4% und nichts. Eigentlich, das geht ja nicht. Ja. Aber es war sehr unrealistisch, dass man 4% schaffen kann, eigentlich mit dieser Idee. Ja. Aber es war immer die Frage, na und was glauben Sie, was streben Sie, was ist Ihr Ziel, wie viel Prozent? Um das geht es nicht, es geht um die Möglichkeit. Ja. Diesmal aber natürlich ist es so, nachdem man erklärt hat, man hat einfach ein Ziel, das ist, man schafft die 4%. Ja. Warum muss man das schaffen? Weil wenn man es nicht schafft, dann ist es lieb. Ja, dann ist es kurz, vielleicht ein bisschen Blabla drüber, man wird geschimpft, man wird von manchen gelobt. Ja, aber letztendlich ist es bedeutungslos, weil nachher rennt alles weiter, das heißt, die Bürger haben wieder die Stimme verloren, sie haben sie abgegeben am Wahltag und die Parteien können wieder das machen, was sie wollen, nämlich meistens fürs eigene Interesse arbeiten. Und diesmal muss man eben die 4% schaffen. Ja. Genau. Dazu braucht man eben, okay, Gesicht. In dem Sinne, ein Gesicht für das Ganze gibt es nicht mehr. Es gibt viele Gesichter, ihr Gesicht, mein Gesicht, dein Gesicht. Ja. Es gibt eine sehr gute Idee, nämlich was noch nicht gegeben hat in dem Land, so das umzusetzen, aber es gibt nach wie vor kein Geld. Ja. Das heißt, was wird man brauchen? Man braucht auch Geld. Wie kommt man zum Geld? Naja, auch da wird's ja, haben wir ja mal vorgeschlagen, diesen GILT-Partietag, dass wir das ändern. Letztes Mal haben wir diese Kredite bekommen von Unterstützern und Spendern, die sozusagen gesagt haben, naja, ich nehme das Risiko, wenn es nichts wird, verliere ich den Kredit, ja, und wenn es was wird, kriege ich die genannten Zinsen. Wobei wir haben ja damals abgestellt auf diese Wahlförderung, was ja eine relativ geringe Summe ist und dementsprechend haben wir auch einen relativ geringen Kredit aufgenommen, während die normalen Parteien ja mit 7 Millionen
plus in die Wahl ziehen. In Wahrheit, also gesetzlich dürfte man ja nur 6-7 Millionen ausgeben, aber in Wahrheit haben die alle Geschäfteln im Hintergrund, wie da noch mehr geht. Also man braucht schon ein paar Millionen, um da ernsthaft mithalten zu können, um Wahlwerbung zu schalten, um zu plakatieren, um ins Fernsehen zu kommen. Und wir wollen das diesmal, nachdem der Plan diesmal nicht nur ist, einfach am Wahlzettel stehen, sondern auch die Hürden zu knacken, also 4, 5, 6, vielleicht auch mehr Prozent zu erlangen, um die entsprechende Sicherheit zu haben. Wir wollen daher die Parteiförderung selbst in dem Teil, der für Kreditrückzahlungen zulässig ist, für eine Finanzierungstransaktion verwenden. Und die Parteiförderung, das wissen die wenigsten, das ist ein gigantischer Betrag in Österreich. Ja? Also das Parlament kostet uns pro Jahr schon 250 Millionen. Und es kommt noch einmal 250 Millionen dazu, die Parteien jährlich an Parteiförderung kriegen. Also 250 Millionen auf 5 Jahre. Mhm. Ne? Und wenn man dann 4-5% hat, kommt schon einiges an Parteiförderung zusammen, die man dann verwenden kann, um solche Kreditgeber wieder zurückzuzahlen, einschließlich einer Risikoprämie, die vielleicht wollen, um sozusagen das Risiko aufzufangen, dass wir es doch nicht schaffen, aber wir wollen es diesmal schaffen. Und dafür gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, die genau dieses Thema Finanzierung jetzt mal durchholt, wie man das angehen könnte. Genau, das macht die Gruppe Finanzierung, die macht die Budgets und rechnet aus, wie viel von der Parteiförderung kann man eigentlich verwenden für Rückzahlungen. Und dann gibt es noch die Finanzierungsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie stellt man dieses Geld auf, durch Crowdfunding oder durch... Und der große Unterschied zu normalen Investoren bei einem politischen Projekt ist natürlich der, man kann was einzahlen, man kriegt vielleicht dann Zinsen, also man kriegt ein bisschen mehr zurück, als man da einbezahlt hat, ja, man hat einen Gewinn sozusagen, einen Profit. Was aber nicht hat, ist eine Stimme, die größer ist als die der anderen Bürger. Du kannst das Abstimmungsverhalten der Bürgerparlamente damit nicht beeinflussen. Genau, das heißt, du kannst die Entscheidungen nicht kaufen. Genau, das ist richtig. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Parteien. Da gab es ja auch diesen Wahlkampf wieder Vorfälle, wo gewisse Großspender sozusagen sich bekannt gemacht haben. Auch bei anderen Parteigründungen ist bekannt, dass dann eben große Finanziers herkommen und die haben dann eben den entsprechenden Einfluss. Bei uns muss allen Finanziers klar sein, man kriegt die Rückzahlung, man kriegt eine risikoadäquate Verzinsung, aber Einfluss hat man keinen, denn das, was die Abgeordneten dann im Parlament stimmen, hängt einzig und allein davon aus, was unsere Bürgerparlamente entscheiden. Also das ist der Punkt. Gut, das heißt also zusammengefasst, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, der Unterschied zu gilt, eins ist eigentlich, dass es kein Kunstprojekt ist, sondern ein wirkliches ernsthaftes Demokratieprojekt, dass die Kandidaten ganz andere Menschen sein werden, ne, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen müssen, auch einem gewissen Anspruch gerecht werden müssen. Das sogenannte Parteiprogramm, das war immer eine Frage. Sie haben, was ist Ihr Programm? Ich sage, wir haben kein Programm, wir brauchen kein Programm. Ja, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Das haben wir noch. Aber eigentlich sind diese Bürgerparlamente das Programm, oder? Genau, ich meine, einer der Punkte war ja, du hast letzten Mal allen diese Geschichte erzählt, dass wir Stimmen gültig machen wollen. Und das war unsere Mission. Und das ist ja nach wie vor unsere Mission. Aber woran die Journalisten, wahrscheinlich auch die Wähler, ein bisschen gescheitert sind, ist, dass alle dahergekommen sind und sagen, ja, da wollen wir was machen für die Alleinverdienerinnen, da wollen wir was machen gegen die Migration und weißt du, da was. Und das ist greifbar für die Leute. Und deshalb wollen wir das nächstes Mal anders ansetzen. Wir haben ja schon ein Bürgerparlament ausprobiert. Am 9.09.2017 haben wir in Wien dieses erste Bürgerparlament gehalten, wo wir festgestellt haben, was sind eigentlich die Themen, die Bürger wirklich interessieren. Also nicht die Themen, die Spin-Doktoren von den Parteien da rauspushen, um uns zu emotionalisieren und sozusagen ihre Gesichter zu fördern. Sondern was ist, und rauskommen ist, dass das wichtigste Thema für die Österreicher die Bildungspolitik war, dafür haben 74% gestimmt. Dann sind gleich aufgefolgt mit 56% die Finanzpolitik und die Arbeitsmarktpolitik. Und erst danach kam Migration und Sozialpolitik. Also das Hauptthema des Wahlkampfs war sicher von der Politik mehr gepusht als die kollektive Intelligenz das will. Das soll nicht heißen, dass es kein Thema ist, ja, aber es heißt einfach, dass man da mehr Gleichgewicht in der Politik haben sollte zwischen diesen Themen. Aber bestimmen tun das eben die Bürger. Und wir fragen da nicht nur die Klientel der eigenen Partei, so wie das die anderen Parteien machen, sondern wir fragen immer alle Österreicher. Was wir jetzt anders machen wollen nächstes Mal, ist, dass wir zu den 5 Top-Themen bereits vor dem Wahlkampf Bürgerparlamente abhalten, damit wir wissen, was alle Österreicher, also in einem repräsentativen Stichprobe,
zu dem Thema wollen. Was wollen die wirklich, dass in der Bildungspolitik geschieht, die ja momentan total von den Bürokraten in den Ministerien bestimmt ist. Die Lehrer, die Schüler, die Eltern haben da momentan in Wahrheit gar nichts zu sagen. Was wollen die Österreich zur Finanzpolitik? Was wollen die bei der Arbeitsmarktpolitik? Und mit diesen Ergebnissen der Bürgerparlamente können dann unsere Kandidaten in den Wahlkampf zielen und den Österreichern erklären, was sozusagen Österreich wirklich will, wenn man darüber nachdenkt, was gut ist und wie sich das begründet. Jetzt praktisch, wie schaut es aus, wenn du sagst, wir fragen alle Österreicher, geht man da von Tür zu Tür, klopft an und sagt, was haben Sie für eine Meinung oder wie funktioniert das heutzutage? Das ist ja der Schmäh des Parteisystems. Ja, wenn man jetzt redet über volle Volksabstimmungen, abgesehen jetzt mal von gewissen manipulativen Fragestellungen, die da immer auf uns zukommen, siehe die Olympiafrage in Tirol oder auch die Wehrpflichtfrage. Diese Themen sind so komplex, ja, die muss man in Wahrheit durchdebattieren und wenn das alle 7 Millionen Österreicher oder 8 Millionen Österreicher tun, dann kommen wir zu nichts mehr. Mit den Bürgerparlamenten funktioniert das anders. Wir sind drauf gekommen, dass wenn man eine repräsentative Stichprobe nimmt, wir denken dann 183 Leute, ne, für Österreich, und die debattieren das, also Männer, Frauen, Junge, Alte, Arm, Reich, Stadt, Land, dann kommt mit einer sehr, sehr hohen Verlässlichkeit genau dasselbe raus, wie wenn 7 Millionen Österreicher Monate oder Wochen lang über das Thema ganz genau nachdenken und debattieren. Und das heißt, es brauchen sich nicht alle Beteiligten an sowas, sondern pro Bürgerparlament 183 Leute und von denen werden wir 5 Bürgerparlamente machen. Mhm. Und damit werden wir dann 5 Mal die Ergebnisse haben. Aber im Vorfeld können Sie schon mehr beteiligen. Ne? Da kann jeder online, kann jeder, der will, sich einbringen. Genau. Und dann kristallisiert sich eh durch den Diskurs heraus, wer da wirklich was zu sagen hat und wer nur Schwurbler ist und einfach ein Selbstdarsteller, weil die begegnet man in der Politik natürlich sehr, sehr häufig, die Selbstdarsteller, die die Welt erklären können, wie alles funktioniert. Mhm. Und das schaltet das System automatisch aus, weil du musst dann wirklich da, sagen wir, einigermaßen kompetent mitdiskutieren bei gewissen Sachthemen. Ja. Genau, und deshalb heißt es ja auch offene Demokratie, weil jeder sich auf dieser Beteiligungsplattform an diesen Debatten beteiligen kann. Das System hat auch Auswertungsmechanismen, wo man sieht, sozusagen, wie sich diese Meinungen beginnen zu konsolidieren. Und im Endeffekt hat in einer offenen Demokratie jeder genau die gleiche Chance, in so ein Bürgerparlament hineinzukommen und dann sozusagen tatsächlich mitzubestimmen, von unten, von den Bürgern weg, was zu gestehen hat, statt dass immer die da oben alles bestimmen, wie es ihnen recht ist. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, das interessiert mich, offene Demokratie, ich möchte mich da jetzt engagieren, ich möchte das ein Teil davon sein, ich möchte dazu meinen Beitrag leisten, wie geht das jetzt in der Phase? Ja, wir haben jetzt die neue Webseite von GILT 2.0 gerade in Betrieb genommen und da werden ein paar Fragen beantwortet, auch sozusagen der grobe Plan beschrieben, der jetzt momentan an dem gearbeitet wird und der dann vielleicht beschlossen wird. Und da gibt es dann auch einen Link, mit dem man sich anmelden kann. Da sieht man dann auch, welche Arbeitsgruppen es gibt und kann sich überlegen, wo man Interesse hat, mitzuführen. Und vor allem ist natürlich auch bei diesen Arbeitsgruppen Know-how gefragt. Ja, also wenn man jetzt über Kreditfinanzierung nachdenken braucht man Leute, die budgetieren können, die sich mit Finanzierungen auskennen. In der Technik, also die Technik wird bei GILT 2.0 eine ganz, ganz große Rolle spielen, weil das ist das ideale Tool, damit sich möglichst viele Österreicher und Österreicherinnen darin beteiligen. Also Leute mit Technik-Know-how werden gesucht, aber jeder kann sich anschauen, was diese 12 Arbeitsgruppen tun und sich dazu melden und sozusagen auch bekannt geben, womit, mit welchen Kenntnissen er beitragen kann. Und jetzt ganz ehrlich, wo siehst du dich dann bei GILT 2.0? Was strebst du an? Kanzler, Listenerster, Parteiführer? Ich meine, das, jetzt fragst du mich wie ein Journalist, der GILT nicht versteht. Gell? Ich bin unwählbar. Also die Leute, die bei GILT mitarbeiten, ja, die bauen sozusagen das Haus, die Struktur, mit der man arbeiten kann. Und wählbar, ich bin unwählbar, ja, so wie du unwählbar bist. Wählbar sind bei GILT ausschließlich diese Kandidaten, die vorher von den Österreichern und Österreichern in diesem Kandidatenwettbewerb sozusagen nach oben gekommen sind. Und ich würde auch sagen, also sobald dieses Haus gebaut ist, ist auch mein Job erledigt und ich kann wieder nach Hause gehen und schwimmen. Also sollte das Ding wirklich dann auf die Füße kommen, was es sicher braucht, ist einen Nachrichtensprecher. Also jemand, der das, was GILT 2.0 sozusagen beschließt, in einem demokratischen Prozess, dann einfach öffentlich kundtut. Und meine Aufgabe wäre dann eigentlich, wenn man das nicht passt, was die beschließen, ist trotzdem zu sagen. Weil das ist, glaube ich, eigentlich der Sinn von Demokratie. Da hat es eher einen gescheiten Menschen gegeben, der so einen Satz gesagt hat. Ich glaube, der ist ähnlich gegangen wie
Ich bin zwar überhaupt nicht deiner Meinung und ich finde es total schwachsinnig, was du sagst, aber ich werde alles dazu tun, damit du deine Meinung vertreten kannst, auch wenn es nicht meine ist. Und da haben wir, glaube ich, momentan das größte Problem in der Gesellschaft, ja, der Meinungsfaschismus. Wenn einer eine andere Meinung hat, ist er automatisch der Feind. Also, absolut. Ja, also, ich glaube, da muss die Offenheit ja auch sein, weil ja, wenn wir meinen das ernst, meine Stimme gilt, ja, ja, und das heißt, dass jede Stimme mal ein Recht hat, gehört zu sein. Ja. Und sozusagen aus meiner Arbeit kenne ich ja diesen Prozess der kollektiven Intelligenz. Wenn man das mal sagen darf, ja, ist das halbe Geschäftel schon erledigt, aber wenn das dann einige Leute sich anhören und darüber debattieren, dann verändern sich ja das und was überbleibt, ist meistens das Gescheite. Ja, na gut, damit ist ein schönes Schlusswort, überbleibt das Gescheite. Ja, die Frage ist, wo das Blöde dann hinkommt. Ja, hoffentlich löst es irgendwann in Luft. Dafür gibt es ja die Parteien, oder? Sozusagen, ja. Ja, also wer mitmachen möchte, www.gild.at, da gibt es bereits Informationen. Ja. Ja. Danke. Danke. Meine Stimme gilt.